Hallöle und herzlich willkommen mal wieder bei einer Runde Super Smash Mobs. Und wir spielen heute den Sky Squid oder den Himmelstintenfisch. Ja, den spielen wir heute. Und der hat nicht so viele Sachen drauf, ja? Hier, er hat eine Ink Shotgun. Das ist wirklich wie eine Shotgun oder eine Pumpgun, so wie man es halt nennen möchte, ne? Und die Schüsse fliegen wirklich unmittelbar. Also man muss wirklich, so näher man steht, schießen, weil man sieht es ja hier. Zack. Diese Tintenbomben, die man schießen kann, fliegen in alle Richtungen. Und das ist jetzt nicht so gut, dass wir hier so einen Blaze als Gegner haben. Aber okay. Ich versuche mal erstmal weiter zu erklären. Dann haben wir hier noch den Sky Squid. Und dann können wir hier so mit Wasser halt fliegen. Ich glaube, dadurch könnten wir uns sogar löschen von dem Feuer, was er uns geben kann. Aber... ja, auf jeden Fall, wir haben ihn jetzt hier abgeschmissen und hauen ihn jetzt erstmal ein bisschen. Okay, wir können uns nicht löschen, das ist schon noch da. So, das ist jetzt der richtige und auf jeden Fall verpissen wir uns jetzt hier ein bisschen. So, ja, es ist halt am besten, diesen Ink-Shotgun im Nahkampf einzusetzen, würde ich mal sagen, ne? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Life Generation so ein Tintenfisch hat. Ob es sich lohnt zu laufen oder nicht. Lohnt es sich zu laufen? Glaube ich schon. Okay, das ist der richtige, das ist klar. Aber er hat gewechselt, er hat wieder gewechselt. Oh mein Gott, Alter. So. Dann ist er der hier. Das ist auf jeden Fall. Und wir wurden von seiner Kopie, glaube ich, erschlagen, ey. Das gibt's doch nicht. Aber er tauscht ganze Zeit. Das macht er. Ja, er tauscht immer. Sehr feine, ey. Auf jeden Fall musst du sterben. Fuck, er ist durch Inferno gestorben, glaube ich. Oh nee. Wow. Jetzt fliegen wir. Aber was man bei seinem Flug zu beachten hat, man darf nicht aufhören zu blocken. Weil wenn man aufhört zu blocken, ist der Flug direkt blockiert. Sieht man so. Zack. Und dann ist er zu Ende. Und ich weiß nicht, wie lange er genau hält. Ja genau. Auf dem Eisenschwert kann man diesen Flug einsetzen, ne? Und auf der Eisenaxt kann man den Ink-Shotgun machen. Also hier, diese Ink-Bälle. Und die geben halt Schaden, Knockback und für eine kurze Zeit diese Erblindung, die man so kennt, ja. Als Debuff, aber echt nur kurz, ist nur so eine Sekunde oder so. Also echt. Damit sollte man sich nicht zufrieden geben. Yay. Bis dich. Oh, er hat getauscht, er hat getauscht. Das hört man immer an diesem Geräusch. Auf jeden Fall ist aber der hier. Oh, jetzt habe ich dich erwischt. Ja, was willst du tun, ey? Er hat getauscht, er hat getauscht. Oh. War ja zu erwarten. Verdammt. Nein! Fliegen, fliegen, fliegen! Oh. Nein! Oh, das war so knapp, ey. Scheiße. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Leben. Fliegen! Oh, das ist er auf jeden Fall. Ne, das ist er jetzt nicht mehr. Okay, das ist er nicht mehr. Das macht dann keinen Sinn. Yay! Er hat getauscht. Wir hauen jetzt aber ihn weg. Wir hauen ihn weg. Wir hauen ihn weg! Und jetzt gehen wir auf ihn, jetzt gehen wir auf ihn! Nimm das! Uah. Wir fliegen! Ups. Alter, wie viel Schaden gibt seine Kopie uns bitte? Das ist ja nicht mal er. Sie gibt uns aber so einen enormen Schaden. Ich freue mich schon, wenn ich auch mit nur über Skelett spiele, weil ich merke gerade, der ist auch so ziemlich gut. Ja, okay, alles klar. Dieses Tauschen ist echt unfair. Oh Mann, oh Mann. Aber ein Tintenfisch hat zum Glück eine gewöhnungsbedürftige Rüstung. Also nicht allzu schlecht. Hier. Alles aus Ketten, außer halt ein Helm. Da hat er gar keinen. Aber er stirbt auch irgendwie nicht. Ich glaube, der hat eine richtig gute Life Generation. Und das ist nur seine Kopie. Der spielt nur mit seiner Kopie. Das ist echt. Wie soll man so an ihn dann kommen? Der hat sich jetzt wieder teleportiert. Oh mein Gott, Alter. Der spielt auch nur mit mir. Der ist auf jeden Fall richtig stark.
Ja. Oh, ein guter Wither-Skelett. Das war ein richtig guter Gegner, muss man schon dazu sagen. GG. Aber zu gut nach meinem Geschmack. Ja, der hier, das. Der Tintenfisch ist einfach nicht zu stark, ja? Das ist einfach so ein Charakter, der geht so. Der ist eigentlich so, ich finde nicht mal besser als die ganzen Klassen da, nicht besser als Snowman und sonstige. Das ist einfach so eine Premium-Klasse von damals, die nicht wirklich stark ist. Aber naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Yeah. Es geht jetzt direkt los, ne? Wollen wir offensiv weiterspielen? Oh, ich hätte es unten einsetzen müssen. Das hätte, glaube ich, am besten gesessen. Hä? War bei mir im Boden. Alles klar. So. Oh, komm. Stirb. Da habe ich ihn gut mit den Ink-Shotgun erwischt. Yay. Wir müssen unten bleiben, wir müssen unten bleiben. Wir haben die bessere Hitbox. Komm schon. Ich muss ja daran denken, dass er trotzdem so eine Sicht von einem normalen Spieler hat, ja? Der hat ja nicht die Sicht von da oben. Wow. Auf jeden Fall hat er gerade gesessen. Ich habe nachgeschaut, er hat eine ganz normale Life Generation. Ups. Ich will nicht, dass du mich erwischt, dann bin ich tot. Und das will ich noch nicht, das will ich noch nicht. Ja, ja. Yay. Da haben wir uns den Typen von hinten weggesnackt, ja. So. Auf jeden Fall benutze ich jetzt einfach mal meine Shotgun, random. Die ist einfach runterfliegt, richtig billig. So, zack. Kann man aber echt aufschmeißen. Dann macht ja auch nicht viel Schaden, glaube ich, nur wenn alle treffen. Wow. So, wow. Haut uns auf jeden Fall gut weg. Aber nicht gut genug. Und er musste deswegen ans... Ah, oh, den dafür abgeben. So. So, verdammt. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Boah, verpiss dich. Und wir laufen im Kreis. Der kriegt uns nicht. Wir schmeißen ihn ab. Und kommen von hinten, aber failen ganz knapp. So, so. Das mache ich wieder oder lieber nie wieder. Und da! Und nein. Und der wird uns nochmal abschmeißen. Und oh! Oh mein Gott. Der trifft uns richtig gut mit seinen Kackblöcken da. Ne? Oh, das, ich will das aber nicht, dass uns damit trifft. Oh. Ich darf einfach nicht vergessen, dass er die Sicht eines normalen verdammten Spielers hat. Aber ich denke nie dran. Nur die Hitbox ist halt anders. Wir haben den Hitbox-Vorteil. Und den müssen wir nutzen, ja? Den müssen wir nutzen. Und stirb. Ja, wieso trifft das hier nicht? Und stirb. Ah, das war noch nicht ready. Und stirb. Oh mein Gott, da war ein kurzer Lag, genau wo wir die Shotgun abgeben. Und stirb. Und stirbt er? Stirbt er? Ja! Yeah! Und das wär's dann mit der zweiten Runde. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Fazit. Ich glaube, man konnte sogar einmal mein Handy hören, da wo ich eine Nachricht bekommen habe. Aber ist ja nicht allzu wichtig. Also, zu meinem Fazit. Es ist eine sehr durchschnittliche Klasse, keine OP-Klasse, auch nicht zu schwach. Ist immer noch angenehmer zu spielen als zu checken. Ich muss das jetzt immer wieder sagen, seitdem ich mit dem gespielt hatte, ne? So, hat eine Kettenrüstung, also nicht komplett, aber halt die durchschnittliche, halt ohne Helm, ne? Ein Eisenschwert, Eisenaxt, ist ja ganz in Ordnung zum Damage austeilen und ja... Seine Fähigkeiten sind jetzt nicht besonders, aber finde ich eigentlich ganz witzig, also so mit diesem, mit dieser Ink-Shotgun. Und ansonsten ist er ja auch eigentlich sehr gut im Nahkampf, weil er ja halt diese kleine Hitbox hat, ne?
Tintenfisch hat ja eine sehr, sehr kleine Hitbox und dadurch hat man einen sehr guten Vorteil im Nahkampf, würde ich mal sagen. Und ja, ich würde mal sagen, das war's und wir sehen uns dann mal wieder beim nächsten Mal. Tschüss.